Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Raft. Weiter geht's und da geht's auch schon direkt los. Er kommt. Ich sehe ihn doch schon. Den. Klack, klack, klack. Ich glaube, das Herz brauchen wir tatsächlich, wenn wir hier mal ins Wasser fallen. Ich glaube, das könnte böse enden. Ich weiß gar nicht, ob wir direkt drauf gehen oder ob wir warten müssen, bis er kommt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Okay, wir haben keinen Fisch mehr. Ich versuche uns mal irgendwie einen direkten Vorrat zu besorgen, weil ich glaube, wir können unendlich im Inventar haben, oder? Umso mehr wir haben, umso besser ist das auch. Wir können ja noch mehr Becher machen. Die können wir ja quasi dann auch im Inventar haben. Dass wir immer frisches Wasser haben, quasi. Das wäre doch eine Idee. Sind ja sowas wie unsere Flaschen. Plastik schwimmt hier nicht rum. Guck mal, das sieht gut aus. Schön. Und dann bauen wir das Ganze auch mal irgendwie weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie man Wände bauen kann. Nimm das doch auf! Mann! So, wo ist der Fischi-Fisch? Da haben wir ihn. Zack. Aufsammeln. Der nächste gleich hin, automatisch. Sehr gut. Das sieht gut aus. Okay. Wir kommen voran. Becher wollte ich. Ich wollte Becher bauen. Ist das hier sowas? Nee. Wo haben wir hier hin? Zack. Irgendwo konnte ich doch... Ach, hier. Craft. Machen wir uns mal 4 fertig. Das heißt, den kann ich aufsammeln. Aufsammeln. Ich habe gerade irgendwas Komisches gehört. Wo haben wir jetzt... Da sind die Vollen. Super, und das sind die Leeren. Die Leeren packe ich jetzt hier hin. Die packe ich hier hin. Jetzt verstehe ich das auch langsam alles. Wieso kann ich... Achso, ich brauche erstmal... Genau, ich brauche Wasser. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe doch... Ah, ich musste sie alle füllen. Ja, und jetzt? Hier ist Salzwasser. Das packe ich mir hier hin. Okay, ist ein bisschen kompliziert eben gerade gewesen. Aber es funktioniert. Jetzt muss ich halt aufpassen. So. Fisch haben wir nicht mehr. So kann ich mir dann gewisse Vorräte anschaffen. Das ist ganz gut. Das ist echt gut. Das wird uns viel, viel helfen. Denn Wasser ist nämlich schon wieder knappe Geschichte. Essen auch. Ich sollte mir die Sachen hier fest reinpacken. Das packen wir uns da rein. Die Angel ist schon da. Das ist schon alles richtig. Okay, perfekt. Was sind das hier eigentlich? Palmenseed. Da können wir uns hier eine Palme anpflanzen. Kriegen wir wahrscheinlich dann auch Kokosnüsse oder sowas, ne? So. Nein, die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Sehr gut. So. Die sind auch durch. Die sind auch durch. Davon haben wir 4. Können wir trinken? Ist der jetzt leer? Der ist nicht leer. Da ist der leere, genau. So. Den salzigen nehmen wir, zack. Und zack. Gut. Ja, aber man braucht echt eine gewisse Routine nachher, damit das Ganze hier auch funktioniert. Kann ich nicht aufsammeln. Geht nicht. Wieso geht das? Das Set. Okay, das hing da irgendwie komisch drin. Aber es funktioniert. Irgendwie. Mega. So. Ich glaube, wir holen uns auch direkt nochmal hier so einen Fisch. Man müsste mal gucken, wie viele Minuten es braucht, bis die Nahrungsquelle unten ist. Aber ich finde gut, dass man den... Oh, der Hai kommt. Der Hai kommt, der Hai kommt. Ich sehe ihn schon kommen. Er ist ziemlich langsam und das ist gut. Zack. 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 Oh, guck mal. Was ist das? Der ist tot. Kommt da eigentlich ein neuer? Ich kann das nicht aufsammeln. Bin ich voll? Ich glaube, mein Inventar ist... voll, oder? Irgendwas fällt hier auf jeden Fall raus.
Da kommt der nächste schon, geil. So, ich muss den Fisch jetzt erstmal schnell verbraten hier. Also wir sind tatsächlich, so wie es aussieht, sind wir voll. Okay, dann werden wir mal ein bisschen was bauen. Wir brauchen erstmal wieder Seil. Ach, guck mal hier, Inventar ist wirklich voll dann. Was können wir hier noch bauen? Können wir irgendwelche Wände bauen? Was ist das? Eine Kiste. Ah! Wo ist die Kiste? Da. Packen wir die auch erstmal hier so hin. Ah, es ist schwierig. Ich will das mir alles wunderschön haben, aber. Ich weiß nicht. Packen die erstmal hier hin. Dann können wir da direkt unser Zeug reinpacken. So. Da könnten wir zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was wir da einlagern können. Nahrung. Mal, packen wir hier rüber. 10. Kartoffel. Die Samen. Wir packen da erstmal die ganze Nahrung rein, würde ich sagen. Kann ich das hier vielleicht auch nochmal aufsammeln? Ah, das Haifleisch haben wir aufgesammelt. Schön. Okay, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen verwirrt. So. Trinken, trinken. Dann haben wir hier noch das Salzwasser. Super. Aufsammeln, aufsammeln, aufsammeln. Ja, man hat doch nicht unbegrenzt hier. Okay, dafür kann man die Kisten bauen. Sehr schön. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich hier noch ziemlich verwirrt das Ganze mache. Aber so langsam kriege ich den Dreh, glaube ich, raus. Und ich brauche auch erstmal wirklich hier gewisse Vorräte. Das kann ich da gar nicht rein. Es gehen nur 10 pro Platz, so wie es aussieht. Okay, habe ich noch 2 Kartoffeln? Kann ich die raufpacken? 4. Interessant. So, das ist, glaube ich, fertig hier, oder? Das nehmen wir auch gleich auf. Vielleicht sollte ich mir da auch noch einen kleinen gewissen Vorrat reinsetzen. Dann kochen wir die nochmal durch. Okay. So. Da, die brauchen wir. So. Oh Mann. Wir brauchen noch mehr Kisten. Wir brauchen so viel. Wir brauchen so viel. Ich glaube, ich kann den immer noch anschlagen hier. Jetzt ist er kaputt. Guck mal, wir können dieses schöne Haifleisch. Das können wir auch braten. Siehst du, das lohnt sich sogar. Mega. Schöne Sache. Ich glaube, ich baue mir noch eine Kiste hier hin. Wo wir dann die ganzen Mats reinpacken. Dann kommen wir auch langsam zurecht. Das ist auch schon wieder fertig. Das heißt, das Trinkwasser kann ich hier auch direkt draufpacken. Das können wir auch nochmal kochen. Alles automatisiert hier. Schön. Sammel es doch auf. Okay, war am falschen drin. Wann ist das hier eigentlich durch? Ich bräuchte noch mehr Kisten. Quatsch, noch mehr Trinkbecher. Das wäre ganz gut, glaube ich. Machen wir uns noch mal ein paar fertig. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, dreimal. Immer dreimal. Ich weiß auch gar nicht, ob die Haie nachher stärker werden. Wisst ihr da irgendwas? Ob die kräftiger werden? Ich kann mir das so vorstellen, dass die immer krasser werden nachher. So, das Haifleisch packen wir da auch auf jeden Fall gleich rein. Das ist einfach so eine Nahrungskiste. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal die ganze Zeit um Nahrung. Wo haben wir das Trinkwasser? Da haben wir es 6 Stück. Das packen wir hier unten hin. Zack. Kochen wir auch nochmal gleich durch. Und dann können wir loslegen. Dann haben wir auch genug. Dann haben wir erstmal einen kleinen Vorrat. Denn ich muss nämlich schon wieder essen. Wie kann man eigentlich Wände machen?
Was brauche ich denn für Wände? Ich brauche erstmal Seile wieder. Und wie kann ich Wände machen? Brauche ich dafür eine Axt? Wozu brauche ich eine Axt? Muss ich Palmen machen? Also muss ich Palmen bauen vielleicht, damit ich daraus Holz machen kann, um Wände zu bauen? Es würde Sinn ergeben, oder? Ist das hier fertig? Das ist fertig. Ich werde mal das Haifleisch schnell durchgaren hier. Also wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Das ist wichtig. So, ich guck mal, was ich jetzt hier setzen kann. Ich versuche mal so einen Palmködel zu setzen hier. So, was ist das hier, ne? Was ist das? Ach, da kann ich die Seeds machen. Was ist das? Ach so, erstmal muss ich das hier bauen. So, da kann ich dann die Seeds reinpacken. So, jetzt sammeln wir das auf hier. Ich wollte hier vorne noch eine Kiste hinmachen. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinsetzen soll. Wenn der da dann rumknabbert, ich muss aufpassen. So, packen wir das erstmal hier so hin. Jetzt muss ich da quasi diese Seeds reinmachen. Auswählen. Nee, das wird nix. Muss da erst Wasser rein? Ah, scheiße. So, ich muss mein Fleisch rüberpacken. Zweimal Wasser haben wir. Nee, Wasser brauche ich da nicht reinmachen. Was machen wir da jetzt rein? Kann ich... Okay, man zieht immer gleich komplett alles rüber. Ich dachte, man kriegt vielleicht auch noch einen rübergezogen. Geht nicht. So, was zu essen. Man kann nur aus dem Menü essen. Das finde ich ein bisschen schade. Dass man das immer unten reinziehen muss. Wir brauchen doch noch mehr Nahrung. Okay. So. Geht's uns eigentlich schon wieder ganz gut. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich habe doch richtige Samen, oder? Palm Seed. Die brauche ich doch eigentlich nur auswählen. Ach, warte mal. Ich glaube, ich muss doch diesen Bottich bauen hier. Den kann ich auf jeden Fall auch craften. Oh, shit. Okay. Wir brauchen erstmal, glaube ich, einfach... Wo ist mein Hammer? Wir machen uns erstmal ein bisschen Platz, glaube ich. So. Denn davon haben wir genug. Knabbert der Hai hier schon wieder irgendwo dran? Nein, das sieht gut aus. Sehr schön. Ich glaube, den setzen wir einfach hier vorne rauf. Wenn wir jetzt noch genug dafür haben. So, komme ich da jetzt ran, um den Hai abzu... Oh, shit. Eins, zwei, drei. Weg mit dir. So. Jetzt kann ich, glaube ich, die Seeds hier reinpacken. Alles klar. Wozu ist das hier? Okay, das werden wir dann noch rausfinden. Jetzt wächst hier so eine kleine Palme. Das ist ja geil. Und die müssen wir kurz hacken. Und dann können wir uns Wände bauen. Schön. Es ist einfach, ne Leute? Es ist absolut einfach, das Spiel. So, wie viel haben wir jetzt wieder? Kommt der Hai? Aber es ist eine schöne Idee. Ich finde das Spiel cool. Wird's dunkel? Cool. Ist das so ein bisschen Echtzeit hier oder was? Also ich finde es... Ja, Echtzeit. Logisch. Ich finde es gut, dass es dunkel wird. Die Palme wächst natürlich in Echtzeit hier, ne? Absolut. Wo ist der Hai? Ich weiß jetzt gerade gar nicht so recht, was ich machen soll. Ich muss nämlich warten. Ich brauche eine Axt auf jeden Fall. Da haben wir die Axt. Die packen wir auch erstmal. Nö, die kann da... Die packen wir hier rauf. Das kann so bleiben. Das ist fest drin. Das ist okay. So.
So, wir haben das Empty-Zeug. Okay. So. Man merkt immer richtig, wie ich geistig abwesend bin, wenn ich hier irgendwas mache, aber ich kann nichts dafür. So, das sieht doch schon gut aus. Ich bin zufrieden. Maximaler Spaß, auf jeden Fall. So, das wird dann jetzt auch gleich erstmal die letzte Folge sein. Ich habe dann 3 Folgen aufgenommen und bin gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt. Ob ich es weitermachen soll oder ob ich das Ganze aufhören soll. Da bin ich echt gespannt. Komm, sammel auf. Ich glaube, die muss ganz groß werden. Sonst war das hier nichts. Und ich glaube, der Hai greift auch gleich schon wieder an. Oder? Ich finde es gut, dass wir erstmal so eine gewisse Grundversorgung haben. 8 Fleisch haben wir noch, Wasser haben wir auch noch genug. Guck mal hier, es müsste eigentlich... Das ist fertig. Da ist was angespült. Warum ist das andere Wasser eigentlich nicht... Es brennt gar nicht mehr. Doch. Na, hier haben wir auch noch was. Zack. Zack. Es müsste so ein krasses Geräusch geben, wenn der Hai irgendwo dran rumknabbert. Aber ich glaube, erstmal haben wir genug Platz. Guck mal, Kokosnüsse, sehr gut. Alles wächst, schön. Springen können wir. Ach, diese habe ich noch gar nicht rausgefunden, was wir alles so machen können. Aber mehr können wir nicht machen, glaube ich. Wir können weder sprinten, noch uns duken, noch irgendwas anderes machen. Aber wir können springen. Sehr gut. Das ist jetzt auch, schon mehr fertig. Mensch, rucki-lecki geht das Ganze hier. Salzwasser haben wir nicht mehr. Wir haben aber 8 Stück davon, 8 Stück davon. Das sieht alles hervorragend aus. Können wir auch gleich trinken. Trinken wir nochmal ein. Essen wir ein. Sehr schön. Dann haben wir hier auch gleich die leeren Dinger. Die machen wir uns natürlich auch erstmal fertig. Man hat hier die ganze Zeit tatsächlich immer volle Kanne zu tun. Und das ist das Schöne. Man vernachlässigt gleich auch noch so ein paar Sachen. Da hinten ist der Hai. Ich weiß gar nicht, das bleibt gar nicht lange hier hängen, oder? Weil irgendwann ist das dann auch weg. Man weiß immer nicht, in welches Feld das dann geht hier. Ist die fertig? Ich glaube, die wächst noch. Ich glaube, die wächst bis oben hin. Das heißt, wir müssen warten. Und dann können wir erst die nächsten Sachen machen. Da gehe ich noch ein bisschen angeln. Oh, oh shit, oh shit, oh shit. Komm her. 1, 2, 3. Oh, Schwein gehabt. Unsere schöne Palme. Ich glaube, das würde dann alles mit abfallen. Ich muss da irgendeinen Puffer drumherum bauen. Das ist wichtig. Dass wir hier irgendwie noch einen Schutz haben. Okay, da fehlt es dann auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, Seil fehlt. Garantiert fehlt Seil schon wieder. Ja, aber wir haben genug. Wir haben tatsächlich genug gesammelt hier. So, schöne große Fläche haben wir. Machen wir hier auch nochmal was drum. Und dann sieht das Ganze ganz gut aus hier für uns. Schön. Das ganze Zeug auf jeden Fall maximal verbrauchen. Haben wir noch mehr Seil? Einmal konnten wir noch machen. Jetzt fehlt uns Seil. Aber das ist nicht schlimm. So. Schön, gut. Dann würde ich auch erstmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich gehe jetzt hier raus und hoffe, saves game. Okay, steht da auf jeden Fall, dass er das Spiel automatisch dann saved. Bis dahin, das war ja Martin. Tschüss.